Leo Lausemaus will nicht essen. Ganz in der Nähe des Waldes wohnt der kleine Leo Lausemaus mit seiner Mama und seinem Papa in einem kleinen Mäusehaus. Jetzt im Winter ist es hier besonders schön warm. Leo steht mit seinem Teddy am Fenster. Schau mal, es schneit. Draußen ist es richtig kalt. Zum Glück sind wir im Warmen, sagt Leo zu seinem Teddy und kuschelt sich fest an ihn. Leo, geh dir die Pfoten waschen und komm essen. Ich habe dir eine leckere Suppe gekocht, ruft seine Mama. Leo! Die Mama hat Leo ein Lätzchen um den Hals gebunden. Teddy bekommt auch eins, nur eben kleiner. Aber Leo Lausemaus hat keine Lust, etwas zu essen. Viel lieber möchte er noch am Fenster stehen und den Schneeflocken draußen zuschauen. Oh, ich will aber nichts essen, schimpft Leo und verschränkt die Pfoten. Ein Zittern in der Mäusestimme und zwei große Tränen in Leos kleinen Augen verraten der Mama. Das wird heute nicht einfach mit dem Abendessen. Bäh! Bitte, Leo, iss die Möhrensuppe. Das ist doch dein Lieblingsessen. Ich habe nur die besonders kleinen Möhrchen genommen, die dir so gut schmecken. Ups, die dir so gut schmecken. Versucht es die Mama noch einmal geduldig. Ich mag keine Möhren mehr. Die haben so eine hässliche Farbe, antwortet Leo trotzig. Seine Mama verliert langsam die Geduld. Ihre Schnauzhaare zittern, so wie immer, wenn sie sich ärgert. Nun komm schon, Leo. Aber Leo Lausemaus will seine Suppe nicht essen. Seine Mama fragt noch, Leo, möchtest du vielleicht lieber eine Käsesuppe? Die magst du doch so gern. Doch Leo Lausemaus steht einfach von seinem Stühlchen auf und murmelt, nein, Käse mag ich auch nicht mehr. Ich will jetzt Bonbons. Er nimmt seinen Teddy an die Hand und geht in sein Zimmer. Nun ist aber Schluss, Leo, schimpft die Mama laut. Ihre Schnauzhaare zittern jetzt noch stärker. Ein schlechtes Zeichen. So, Bonbons willst du also. Nur von Süßigkeiten allein kann man nicht wachsen. Du musst schon deine Möhrensuppe essen, damit du eine so große und starke Maus wirst wie der Papa. Und denk einmal an die Tiere im Wald, die bei der Kälte und dem Schnee nicht zu essen finden, schimpft die Mama weiter und macht ein ernstes Gesicht dabei. Uff. Leo Lausemaus lässt sich nichts anmerken, aber er muss über die Worte seiner Mama nachdenken. Im Wald leben nämlich viele seiner Freunde, und die hat er alle sehr gern. Ah, da klopft es ans Fenster. Wer mag das wohl sein? Ich bin es, Hops die Grille. Bitte, macht mir auf. Hier draußen ist es schrecklich kalt. Trotz Wollschal um den Hals und einer Mütze auf den Kopf sieht die Grille halb erfroren aus. Klopf, klopf. Habt ihr vielleicht etwas zu essen für mich? Fragt Hops mit dünner Stimme. Du bist es wieder. Wie immer hast du im Sommer keine Vorräte angelegt, hm? Wenn du nur ans Singen denkst und durch das Gras hüpft, hast du im Winter nichts zu essen. Irgendwann wirst du noch vor Kälte und Hunger sterben, sagt Leos Mama mürrisch. Schnief. Wie jedes Jahr schimpft Leos Mama erst einmal mit dem armen Hops, aber dann hat sie doch Mitleid.
Ich gebe dir Möhrensuppe. Stell dir vor, es gibt Mäusekinder, die das nicht essen wollen und nur Bonbons im Sinn haben, sagt die Mama und gibt Leos Teller an Hobbs weiter. Das kann ich nicht verstehen, sagt Hobbs und schüttelt den Kopf. Die Grille lässt sich nicht zweimal bitten. Großartig, diese Suppe, schmatzt Hobbs laut, und es wird ihm schon etwas wärmer. Und so etwas Leckeres willst du nicht essen? Du weißt sicher nicht, was es heißt, Hunger zu haben, fragt die Grille erstaunt. Weißt du, die Tiere im Wald haben nicht so ein schönes, warmes Zuhause und dazu noch eine liebe Mama, die Essen kocht und weiß, was kleine Mäusekinder so brauchen. Lecker! Sei froh, dass du etwas anderes als trockene Tannenzapfen oder ein Stück gefrorene Rinde zu essen bekommst, ermahnt die Grille den kleinen Leo. Lalala! Jetzt geht es mir richtig gut. Da bekomme ich gleich wieder Lust zu singen, zirpt die Grille, und bevor sie geht, singt sie noch ein lustiges Lied für den kleinen Leo und seine Mama. Leo Lausemaus aber wird ganz still. Er hat gut zugehört und denkt nach. Hobbs hat mir vieles erzählt, von dem ich noch nichts wusste. Trockene Tannenzapfen und Rinde? Nein, wie schrecklich! Mama, ist nicht vielleicht noch etwas von meiner Suppe übrig? Fragt Leo und verspürt plötzlich einen riesengroßen Hunger. Sicher, mein Mäuschen, es sind noch Möhrensuppe und ein Stückchen Käse da, sagt die Mama. Zum Glück habe ich für heute Abend genug gekocht, denkt sie sich. Nam nam. Leo Lausemaus hat seinen Teller bis auf den letzten Krümel leer gegessen und schlägt sich zufrieden sein Schnäuzchen. Mama, ich werde jetzt immer meine Suppe essen. Ich muss nur an die arme Grille und die anderen Tiere im Wald denken. Und du musst mich ganz schön lieb haben, weil du so etwas Leckeres für mich kochst, sagt Leo voller Glück. Ach, Leo, meine Lausemaus, und wie lieb ich dich hab, sagt seine Mama und ist auch glücklich. Ihr kleiner Leo hat heute wieder viel dazugelernt. Schmatz! Und das ist das Ende. Ich liebe dich!